Carsten Stahl. Kalle, Junge. Hallo, Junior. Was machst du, Schönet? Ja, fressen. Ich kann mir vorstellen, jetzt im Moment in der Situation, ich merke das ja auch, bei uns sind auch alle Schweißtempel und Muckibuden zu. Ja, Mann, kannst halt nicht pumpen. Wir wollten doch noch mal irgendwann mal was Neues machen. Und mir ist eine tolle Idee gekommen, wie du deinen Juniorenkörper auch in dieser Phase etwas trainieren kannst, wenn du Lust und Zeit hast. Ja, erzähl mal, was willst du machen? Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst und dann können wir mal wieder einen neuen auflegen, denn ich weiß ja, die Schreie danach, uns beide mal wieder in Action zu sehen, sind ja riesig. Ja, Moment, was willst du denn jetzt machen? Worum geht's? Nicht fragen. Aber Nee, nicht fragen. Einfach kommen und machen. Du weißt, ich habe nicht so viel Zeit. Also, machen wir. Bestens. Okay, Carsten. Schön, dass du da bist. Blitzüberweisung. Legen wir los. Warte. So. Weil Mindestabstand, den müssen wir einhalten. Also schön, dass du so schnell angeflogen gekommen bist. Jetzt sind wir hier im Wald. Hier können wir ein bisschen rougher Training machen. Back to the roots. Ein paar Hilfsgeräte haben wir ja vielleicht auch noch dabei, aber... Was uns die Natur zur Verfügung stellt. Und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird, was ist dann? Dann habe ich noch was dabei. Ja, dann... So, Johannes, das waren jetzt knappe 20 Meter. Erstmal ein Snickers oder machen wir weiter? Kann man dann irgendwas für unsere Muskeln noch machen? Oder? Du, das sind Muskeln. Dünn und haarig, komm. Ein. Zwei. Nun komm, mein Bester, los, weiter. Komm. Und nochmal. Oh. Oh, der knackt schon der Baum, Alter. Jetzt mal bei allem Spaß beiseite, ist natürlich eine ernste Situation. Hatten wir alle noch nicht. Unsere Urgroßeltern vielleicht, wenn sie im Ausnahmezustand im Bunker gesessen haben. Wie gehst du damit um? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann, weil ich glaube, am Ende des Tages ging es denen wesentlich schlechter als uns. Ich denke, wir haben immer noch eine gewisse Freiheit, können einkaufen gehen, ganz normal, irgendwie am Leben teilnehmen, in den einen vier Wänden. Und ich glaube, das ist schon ein enormer Luxus. So die einen mit einem Garten, die haben halt Glück, oder mit einem großen Häuschen. Ich glaube, es stellt alle auf eine harte Probe, vor allen Dingen, was die Kommunikation in der Beziehung oder in der Familie angeht. Wenn man da nicht irgendwie miteinander sprechen kann und sich auf den Sack geht und man auf Arbeit geflüchtet ist, dann hast du natürlich jetzt ein echtes Problem. So. Mir geht's super, ich weiß nicht, wie es bei dir läuft. Also grundsätzlich ist es so, dass es eine Zerreißprobe für uns als ganze Gesellschaft ist und ja, für jeden Einzelnen. Ein kluger Politiker, auch das Japet mal in unserer Zeit, hat mal gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter eines Menschen. Und das betrifft uns alle. Denn jetzt können wir alle mal Charakter zeigen. Wenn ich alleine sehe, wie die da verdammte Scheiße, was wollt ihr mit dem Klopapier? Ja, wenn ich das sehe, eine Panik und auch Kohle machen mit der Panik und auch eine Politik, die viel zu lange gezögert und gewartet hat. Und jetzt müssen wir schauen, welche Chancen sich da auch ausgeben. Denn wir fahren alle mal zurück. Wir gehen alle mal ganz anders damit um. Und Werte wie Menschlichkeit und vor allen Dingen auch Zusammengehörigkeit wachsen jetzt wieder zusammen. Und das sollten wir vielleicht mitnehmen. Ansonsten persönlich wie ich damit um. Ich bin zum Glück letztes Jahr umgezogen, wohne also ein bisschen waldnah und wassernah. Damit kann man damit ganz gut umgehen. Ja, aber wenn man jeden Tag zu Hause hängt, ist das natürlich auch so. Dann ist die Glotze nah und der Kühlschrank ist nah. Ja, isst man auch ein bisschen mehr. Man sieht's. So, und damit keiner wie erzählt, wir hätten nicht aufgepasst. Sind ja deine Ringe. Ja. Mache ich hier ein bisschen Wuff. Warten wir einen Moment. Aber ganz ehrlich, am Ende reicht es ja auch einfach, wenn man sich nicht im Gesicht rumfasst. Du. Irgendwann machen die Gyms ja auch wieder auf. Einfach nicht im Gesicht rumfummeln, das habe ich vorher auch nicht gemacht. Sollte man grundsätzlich ganz genau. Entweder mit der Rückhand oder mit der Seite, wie auch immer. Oder am besten ein Tuch dabei haben. Grundsätzlich, egal ob Corona oder nicht. Komm aus deine Paradedisziplin. Jawohl. Oh shit! Oh shit! Zieh hoch, come on! Halten! Ja,
Aller Wetter. Bitte abklatschen, aber hey. Nicht abklatschen. Carsten hat ein bisschen zugenommen. Ich habe auch ein bisschen zugenommen. Ich glaube, es geht allen Leuten da draußen so. Man hat leider zu viel Zeit und Kühlschrank ist unmittelbar in der Nähe. Und man hat jetzt auch kein unmittelbares Ziel vor Augen. Die Gyms sind nicht da oder nicht offen, besser gesagt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich finde es klasse, weil jetzt aus der Krise das Beste rauszuholen für sich, neue Aufgaben sich zu suchen, indem man besser wird, genau wie auch im Training. Neue Übungen zu suchen, die man sonst nicht gemacht hat, die man gemieden hat. Und aus dieser Komfortzone raus, das finde ich auf jeden Fall, die Message ist geil. Genau deswegen sind wir auch hier, ne? Genau, deswegen habe ich dich mal in mein Waldstückchen hier, mein Waldstückchen, mit eingeladen, dass du mal rauskommst aus deinem Würfel da und vor allen Dingen mal was anderes als die Gummibänder bloß hast. Mhm. Ja, aber wirklich, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, du weißt, was ich seit Jahren mache, ich kämpfe gegen Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteile. Ich habe meine Bekanntheit und meinen prominenten Status dafür nutzt, um was zu verändern. Und das sollte jeder. Jeder ist ein Teil der Gesellschaft und wir sollten alle überlegen, was wir verändern können. Und nicht nur an uns denken dabei, sondern auch an andere, was wir nämlich auch mal zurückgeben können. Und das tust du ja auch. Du gibst ja vielen Menschen auch in der Zeit immer Trainingstipps, wie sie sich verhalten können, auch ein paar Ernährungstipps, ja. Ich weiß natürlich, dass du hältst dich nämlich auch nicht daran an seinen Ernährungstipps. Ich habe vorhin, als er ankam, ja, sein Auto gesehen, hat er aufgemacht. Ich habe erstmal die Süßigkeiten beiseite geräumt, ja, bis ich dann die Utensilien gefunden habe. Ja. Nee, du brauchst jetzt ja nichts zu tun, als wenn du das Auto nicht kennst. Das ist gelogen. Ja. Und wenn, ist es künstlerische Freiheit, Meinungsfreiheit, nennt man das. Die wird ja heute in Deutschland unheimlich stark gedehnt, die Meinungsfreiheit, ja. Ja, aber ich finde es froh, dass du noch gesund bist, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste, darauf besinnen sich die meisten Leute, nicht gerade in der heutigen Zeit. Ne? Gesund bleiben und wenn ein Virus kommt und man ihn selber bekommt, halt irgendwie gut überstehen. Also, in diesem Sinne, lass weiter Sport machen, oder? Da lobe ich mir eine Langhantel. Ich drück die jetzt einfach so hoch. Oh, guck mal, die ist so leicht. Kann ich sogar einen drücken. Lachst du, alter Mann? Da muss ich lachen. Alter, du hast Moos auf dem Kopf. Wo gehobelt wird. Fall noch Späne jetzt. Geh beiseite, Carsten. Jetzt wegschmeißen. Geh weg. So. Kaputt ist er. Der sah so kraftvoll aus. Ich denke, ist ja wirklich nur Borsch. Also spiel die Nummer mal weiter. Naja. Könntest du das auch einarmig machen? Ich könnte auch Pilates machen, Alter. Alter, was hast du da eigentlich so gepumpt? Oh. Mach gut. Oh. Oh. Yeah, komm mal auf alle. Oh. Girl! Komm mal, mach uns den Style! Johannes, ich kämpfe ja nur schon seit 7 Jahren gegen ein ganz, ganz, ganz trauriges Thema. Und zwar, weil sich Kinder wegen Mobbing das Leben nehmen. Und das für mich wirklich perverse dabei ist, dass es Menschen gibt, die sich erdreisten, mir zu sagen, dass ich das nicht dürfte, Menschenleben retten, oder sich, nur weil sie nicht mit meinem Erfolg klarkommen, der Meinung sind, sie müssten Scheiße erzählen. Wie gehst du denn eigentlich mit Hatern um? Also ich glaube, ich persönlich biete nicht ganz so viel Angriffsfläche wie du einfach. So, weil du bist halt, du polarisierst noch viel mehr. Ich bin ja quasi so der Nette, aber bekenne, wenn es drauf ankommt, schon mein Profil oder Zeigeprofil. Ich habe gelernt, damit umzugehen und fühle mich mitunter auch bestätigt, weil es ist halt auch viel Neid, der da dahinter steckt. Aber ich glaube, solange die Leute mal entsprechen, ist man im Gespräch und man ist Mode. Du sprichst sehr schwierige Themen an. Da hat jeder eine andere Meinung zu. Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich weiß, wie ambitioniert du bist. Und habe oft das Gefühl, dass Mobbing gar nicht so ernst genommen wird. Immer noch nicht, Leute. Es ist immer noch so, dass Mobbing irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, obwohl es jeden da draußen betrifft. Fast jeder hat schon mal gemobbt. Und jeder wurde schon mal gemobbt und trotzdem interessiert es keine Sau. Das finde ich persönlich sehr schade. Ich weiß, dass du da deine Aufgabe gefunden hast und ich bin ja sehr froh darüber. Das Schlimme ist ja daran, dass sich Leute hinter irgendwelchen Schreibtischen verstecken
oder irgendwelchen politischen Ämtern verstecken und vom, ich sag mal wirklich, von der Materie ja keine Ahnung haben und ja nicht machen wollen. Ich bin derjenige, der an den Schulen ist, der mit den verzweifelten Eltern, mit den verzweifelten Kindern redet, mit den verzweifelten Lehrern und ich war auf 8 Beerdigungen. Auf 8 Beerdigungen von Kindern, die sich umgebracht hat. Mir kann keiner und braucht auch keiner irgendwelche Scheiße erzählen, Mobbing tötet Menschen und hat 3 Amokläufe in Deutschland ausgelöst. Und trotzdem, und genau das ist es, stecken Sie lieber einen Kopf in Sand oder bei anderen in den Arsch, anstatt die Wahrheit hören zu wollen. Und die Wahrheit ist, Mobbing ist ein Riesenthema. Es betrifft Millionen von Menschen. Aber ich polarisiere, da hast du recht. Ich bin unangenehm, ich bin unbequem, weil ich das Maul aufmache. Aber das mache ich mein Leben lang. So war doch mit meiner damaligen TV-Sendung. Niemand hätte sich sowas getraut. Ich hab's gemacht. Da haben sie alle gedacht, was ist das denn für ein Bekloppter? Ja, aber ich hab's gemacht. Zugriff! Genau. So, nächste wichtigste Message, was mir wirklich am Herzen liegt. Vor 3 Tagen habe ich es angesagt in meiner Instagram-Story an alle Jugendlichen da draußen, die das gucken. Gerade die Mädels. Überlegt euch genau, was für Bilder von euch ihr öffentlich macht. Wenn ihr Instagram macht oder Snapchat macht, egal was ihr da draußen für ein Bild von euch zeigt, es bleibt für immer im Internet. Und dieser Konsequenz müsst ihr euch bewusst sein, denn auch das bietet Angriffsfläche, um gemobbt zu werden. Wenn man irgendwelche Bilder auch verschickt bei WhatsApp, das sind Bilder, die sind dann da. Also überlegt es euch wirklich genau und übernehmt Verantwortung für euer Handeln, auch wenn ihr erst noch jung seid, 12, 13, 14. Aber es kann eure Zukunft verändern und damit bietet ihr enormes Potenzial für... Also seid ihr Mobbing-Opfer quasi in Spee? Also es gibt zumindest unheimlich viel Angriffsfläche und wer meinte, das Netz vergisst nie. Ja, und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst irgendwelche Bilder von euch verschicken, dann ist das eine Sache. Nur eins müsst ihr immer wieder bedenken. Wenn ihr eine Beziehung habt und verliebt seid, ist ja alles schön gut. Und dann schicken ja manche vielleicht Gurken, Tomaten, Pflaumen und hin und her. Zucchini sind das, glaube ich. Zucchinis hin und her können sie auch alles machen. Aber es gibt immer eine Grundregel, euer Gesicht sollte nicht zu sehen sein. Denn ansonsten ist es zuordnungsbar und dann ist das immer ein Riesenproblem. Ich habe das unheimlich viel in den Schulen, dass die Kinder anfangen. Das ist auch, Was meinst du? In dem Moment, die sind verliebt und verschicken sich die ersten Bildchen. Ja, Mann. Und in dem Moment sind sie halt in diesem Hormonanflug und machen das. Aber es gibt kein Bild, was sich auflöst, wenn die Beziehung vorbei ist. Und deshalb ist ganz wichtig, ihr braucht keine Mainstream-Folgen. Ihr seid so, wie ihr seid, perfekt. Also, scheiß auf das ganze Glimmer, Glare, Gloria. Und das sind so viele Bildbearbeitungsprogramme. Ich hab schon Menschen gesehen, wo ich gedacht habe, was, das ist der? Das kann doch nicht sein. Nee, weil da so viel gefaked und ihr verändert wird. Ich glaube heute sowieso nur das, was ich sehe und was ich anfassen kann. Und alles andere ist Schall und Rauch. Also, außer bei mir. Die Fotos sind tatsächlich echt. Ja. Quinch-Time. Sie sind echt, das ist das Problem. So, und jetzt kommt also die Axt ins Spiel, ja? Jetzt sind wir wie die Axt im Walde und Bertie Wender sind ja aus Kanada bekannt, um Bäume zu fällen. Machen wir natürlich nicht. Nicht, dass wieder einer ankommt. Nee, hier braucht ihr nicht mit Greta Thunberg kommen. Kann ich sowieso nicht drauf. Sondern es ist ein kaputter, schon zig Jahre liegender Baum, der hier liegt. Und wir machen einfach bloß ein bisschen Kleinholz. Deswegen habe ich hier so eine kleine, Axt ist das nicht, ein Handbeil. Wie du Lukas Haus habe ich schon gesehen. Gibt es schon legendäres Video. Aber jetzt wollen wir mal die Axt in den Baum hauen. Also. Voll. Durch. Voll. Oh. Ah. Ah. Also den Räuchten tun wir noch mit Polizei, oder? Und da sagt man, mit kurzen geht das nicht, wa Johannes? Ich kann den Mann nicht ernst nehmen. Nee. Das ist vielleicht noch mal eine wichtige Message für euch da draußen. Nehmt euch selber auch nicht zu ernst. Nee. Aber super, das ist doch schon. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte mir das schlimmer gedacht hier. Ja? Also. Alles eine Frage der Technik. Auch so. Mit dem kurzen kann man was erreichen. Kenne ich mich nicht mit aus, aber wenn du das sagst, würde ich dir erstmal glauben. Gut. Geil, das macht Spaß. Ich sagte, das macht Spaß. Aber du wolltest ja. Also mit der Zielsicherheit ist nicht so deins, ne? Nee, aber ich streue weit. Und im Übrigen, nicht jetzt eine Axt nehmen und in irgendeinen Wald gehen und da Bäume fällen. Das ist hier wirklich eine Ausnahmesituation. Das ist nämlich Ausnahmezustand. Und der Baum, der war schon kaputt. Ja? Nur so, nicht, dass irgendwelche Irren jetzt kommen und sagen,
Johannes und der Stahl, die haben gesagt, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Da ist er, da ist er. Genau. Booyaka. Abklatschen, abklatschen. Fast 50 ist er. Aber im Herzen und im Geiste noch jung. Genau wie ich. Du bist noch jung, hast noch viel Zeit. Die Leute sagen immer, ja, Johannes, du siehst aus wie über 50. Das ist eine Form von Mobbing, ruf mich beim nächsten Mal an. Ja, werde ich machen, auf jeden Fall. Und in dem Sinne, wie würde Peter Lustig sagen, hat uns hier gefreut. Und ich hoffe, ihr habt viel gelernt und mitgenommen. Wir haben noch schon eine Amputation, geht gleich haben weiter. Haben wir schon, stimmt, hier. Scheiße. Sag mal, Alter. Kannst du mir mal erklären, wieso du kopfüber nackt an einem Baum hängst, Alter? Auch wenn die Welt Kopf steht, wir lassen uns nicht unterkriegen, mein Freund. Ich denke mal, das war ein tolles Schlusswort. Bist du jetzt fertig, oder? Willst du noch was machen hier? Warte, warte. Skin the cat. Abschalten.